皆様、本日は早野原発実施する努力の第4回目のアクション、原発ゼロ、日時と統一行動、福島を忘れるな、再稼働を許すなに参加いただき、ありがとうございます。Liebe Freunde, vielen Dank für Ihren Besuch der nunmehr vierten Aktion von Sayonara Genpatz Düsseldorf, die ich gern wie folgt übertiteln möchte. Deutsch-Japanische Gemeinschaftsaktion. Kein Vergessen von Fukushima. Keine Wiederinbetriebnahme. Absolut keine AKW.東京電力福島第一原発事故から2年半が経ちました。事故は収束したでしょうか？とんでもありません。 Seit dem Unglück von TEPCO AKW 福島第一 sind inzwischen 2,5 Jahre vergangen. Aber sind die Auswirkungen inzwischen unter Kontrolle? Von wegen! 福島では毎日1000トンもの地下水が流れています。日本政府の発表では、そのうち300トンが汚染水や土壌と混じりながら毎日海に流出しています。政府は凍土壁を作って地下水の流入を防ぐとしていますが、この技術はトンネル工事などで一時的に水を止めるためのものです。1000トンもの地下水に対して本当に機能するのか、多くの専門家が疑問の声を上げています。しかも建設に1年もかかります。毎日300トンが少なくとも1年です。 In Fukushima fließen täglich tausende Tonnen Grundwasser, wovon laut Aussage der japanischen Regierung 300 Tonnen vermischt mit Abwässern und Erdreich ins Meer münden, und zwar täglich. Die Regierung versucht dies mit Hilfe von Gefrierwänden zu verhindern.Doch die dazu erforderliche Technik sieht solche Methoden eigentlich nur für vorübergehende Arbeiten, zum Beispiel in Tunnel, vor. Ob auf diese Weise tatsächlich tausende Tonnen Grundwasser aufgehalten werden können, wird von vielen Fachleuten bezweifelt. Außerdem würden die notwendigen Bauarbeiten ein Jahr dauern. Das heißt, mindestens ein Jahr lang würden weiterhin tagtäglich 300 Tonnen ins Meer fließen.安倍総理は、状況はコントロールされている、原発の総圧内の 0.3 平方キロメートルで完全にブロックされていると国際オリンピック委員会で明言しました。とんでもありません。ミニスタープレジデント安倍 hat vor dem IOC, dem Internationalen Olympischen Komitee, versichert, dass die Situation unter Kontrolle sei und das AKW mit einem Radius von 0,3Quadratkilometern innerhalb der Meeresbucht vollständig blockiert sein. Von wegen! 汚染は拡大しています。海はつながっています。潮の満ち引きもあり、波もあります。汚染水だけが外に流れないわけがない。そんな方法があるなら安倍さん、教えてください。Verseuchung weitet sich ständig aus. Das Meer lässt sich nicht teilen oder aufhalten. Es gibt Ebbe und Flut, es gibt Wellen. Unwahrscheinlich, dass nur das verseuchte Wasser nicht nach außen dringt. Wenn das wirklich geht, verraten Sie uns bitte wie, Herr Abe. ドイツの皆さんが日本に行くと、実に奇妙な体験をします。原発のことを真剣に考えている人たちがいる一方で、全く興味を示さない人がたくさんいます。日本の大手新聞やテレビは、オリンピックが決まった、経済効果があると毎日喜んで報道する一方で、福島事故の深刻さや安倍総理が国際社会に嘘を言ったことを追及しません。テレビのお笑い番組を見ていると、まるで福島の事故など問題がなくなったような感覚に陥ります。 Wenn Sie nach Japan reisen sollten, würden Sie dort die seltsame Erfahrung machen, dass es neben den vielen Menschen, die sich ernsthaft mit AKWs auseinandersetzen, ebenfalls zahlreiche Menschen gibt, die sich scheinbar überhaupt nicht dafür interessieren. Die großen Medien und Verlage in Japan
Deutschland berichten jeden Tag begeistert von Tokios Zuschlag zur Olympiade, der auch einen wirtschaftlichen Erfolg verspricht, gehen aber gar nicht darauf ein, dass Herr Abe die Weltöffentlichkeit belügt, zum Beispiel. Wenn man irgendein Comedy-Programm im Fernsehen ansieht, könnte man fast meinen, das Fukushima-Problem sei gar nicht mehr aktuell. その一方で、危険な新国日本で、政府、経済、マスコミ、学者が一体となり、再稼働を目論み、世界に原発を売り歩いています。ベトナムにも、インドにも、トルコにも売ります。とんでもありません。Währenddessen planen ausgerechnet im Erdbeben gefährdeten Japan Regierung, Wirtschaft, Medien und Wissenschaft gemeinsam die Wiederinbetriebnahme sowie den weltweiten Vertrieb ihrer AKWs. Sie verkaufen sie auch nach Vietnam, Indien oder in die Türkei. Das ist unerhört. Fukushima の地下水位は汲み上げ井戸の故障で地表下1メートルまで迫っています。地面が液状化する危険もあります。ところが東電は再稼働のための安全審査申請を行い、原子力規制委員会は人員が取られ、汚染水対策の妨げになっています。Der Grundwasserspiegel in Fukushima ist durch defekte Pumpsysteme bis auf einen bedrohlichen Meter unter der Erdoberfläche angestiegen. Es besteht ebenso die Gefahr einer Verflüssigung des Erdreichs.Behindert dabei die erforderlichen Gegenmaßnahmen, indem sie Sicherheitsprüfungen beantragen und Personal von der Atomaufsichtsbehörde dafür beansprucht. オリンピックの開かれる関東地方の子どもたちからは尿検査でセシウムが検出されています。活断層や 80% の確率で起きると言われている東南海地震によって他の原発も Im Urin der Kinder aus dem Kanto-Gebiet rund um Tokio, wo die Olympischen Spiele stattfinden sollen, sind bereits erhöhte Cäsiumwerte gemessen worden. Das Gebiet ist gefährdet. Von aktiven Verwerfungen sowie einem Erdbeben, das mit 80%iger Wahrscheinlichkeit erwartet wird.Dadurch sind auch andere AKWs als tickende Zeitbomben anzusehen. 来月からは4号機プールの使用済み核燃料1331本の取り出しが始まります。広島型原発1万4000発分の放射性物質です。これは人類が未だ経験したことのない危険な作業です。さらに1から4号機の使用済み核燃料の取り出しには今後10年が必要と言われています。その間一度でも地震や津波、竜巻があれば作業員は即死、核燃料がむき出しになって温度がどんどん上がり大量の放射性物質が撒き散らされます。東京にも莫大な放射性物質が降り注ぎます。Nächsten Monat beginnen im Reaktor Nummer 4 die Arbeiten zur Entnahme der verbrauchten 1331 Brennstäbe. Das ist 14.000 Mal so viel Radioaktivität, wie die Hiroshima-Atombombe verursacht hat. So gefährliche Arbeiten hat die Menschheit noch nicht verrichtet. Außerdem sollen für die Entnahme der übrigen Brennstäbe aus den Reaktoren 1 bis 4 weitere 10 Jahre vonnöten sein.Wenn während dieser Zeit auch nur ein Erdbeben, ein Tsunami oder Tornado kommt, würden alle Arbeiter auf der Stelle sterben. Die Brennstäbe legen dann los, die Temperaturstiege und große Mengen radioaktiver Verstrahlung breiteten sich aus. Über Tokio würde ebenfalls eine große Menge radioaktiver Partikel freigesetzt. Fukushima-Jiko wa shusoku shite imasen.汚染と危険は拡大しています。今地球が危険にさらされています。ドイツも無関係ではいられません。福島 ist noch lange nicht überstanden. Verseuchung und Gefahr weichen sich stetig aus. Unsere Erde schwebt wirklich in Gefahr. Auch Deutschland ist keine Ausnahme. 日本政府は目先の経済を優先し原
発維持再稼働の方針を変えようとしません。日本を世界を滅ぼしかねない危険な原発に反対の声を一緒に上げていきましょう。Japans Regierung priorisiert kurzfristige wirtschaftliche Vorteile und sieht nicht ein, ihre Politik der Erhaltung und den Betrieb von AKWs zu ändern. Bitte helfen Sie uns und erheben Sie ebenfalls Ihre Stimmen, Japan und die ganze Welt vor den zerstörerischen Gefahren der AKWs zu bewahren.